Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Malabar Tor. Allerdings sind wir jetzt hier oben hingereist. Also von hier aus im Endeffekt immer so ein bisschen hoch und dann hier irgendwo abgebogen in diese Richtung. Und da wartet die nächste Quest auf uns. So weit zu kommen, nur um dann von dieser Abscheulichkeit aufgehalten zu werden. Mein Geliebter, wie sehr ich euch vermisse. Welch ein Glück. Ihr habt mir meine Rache auf Kenatis Rast verweigert. Hätte mein Geliebter Silvina noch gelebt, hätte er eure Gnade gut geheißen. Es ist eure Weisheit, die ich jetzt brauche. Sagt mir, würdet ihr mir helfen? Jetzt weiß ich, woher die mir so bekannt vorkam. Ja klar. Was stimmt denn nicht? Meine Zeit als die grüne Dame ist vorüber. Als ich an den Ufern Pyandonias starb, zog es mich zur ewigen Ruhe in diesen heiligen Hain, Baumhänge. All meine Geschwister ruhen hier, seitdem sie das erste Mal einen Fuß nach Valenwald setzten. Irgendetwas verwehrt mir den Zugang. Etwas Abscheuliches. Etwas Abscheuliches? Was ist das? Die Hängehüterin dürfte mehr wissen als ich. Sie ist ganz in der Nähe, unten in den Wurzeln. Sucht sie auf. Verbannt die Dunkelheit, die ihren Schatten auf diesen Hain wirft. Ich werde nach ihr suchen. Hab Dank. Oh, und wenn ihr den Verantwortlichen dafür findet, verdreht das Messer ein wenig. Nur für mich. Was ist mit euch geschehen, nachdem ihr Kenasis Rast verlassen habt? Mit der Schnelligkeit des Grüns schwamm ich zu den Ufern von Pyandonia, der Heimat der Meereselfen. Dort habe ich meinen Zorn über sie gebracht. Ich habe Fleisch und Knochen in Fetzen gerissen. Ich habe Schnitte geführt, bis mir die Arme schwach wurden. Ich habe Wunden geschlagen, bis mir die Beine unter mir wegbrachen. Okay, es hat also anscheinend nicht funktioniert, dass ich sie abgehalten habe. Haben sie euch getötet? Ha! Diese Freude habe ich ihnen nicht gemacht. Ihr größter Krieger fand mich erschöpft an der Spitze ihres höchsten Seeturms. Er packte mein Haar und hoffte, meinen Kopf als Trophäe zu nehmen. Also packte ich ihn und bin einfach gesprungen, hinab in die Wellen. Der Ausdruck auf seinem Gesicht. Ja, ich schätze, es war Entsetzen und Überraschung, weil überrascht wäre ich in so einem Moment auch. Hi. Seid vorsichtig, wenn ihr nach Baumhänge wollt. Die Zweiglinge sind sehr wachsam, seit der Wurmkult eingedrungen ist. Ich konnte sie nicht überzeugen, jemanden durchzulassen. Wenn ich nicht bald zum Hain komme, wird es zu spät sein. Finoriel schickt mich. Sie kann den Hain nicht betreten. Finoriel? Eigentlich sollte sie nichts am Betreten des heiligen Hains hindern. Vielleicht hängt das alles irgendwie zusammen. Für gewöhnlich erlauben mir die Zweiglinge zu kommen und zu gehen, wie es mir beliebt. Doch nun sind sie wütend und wollen mich nicht passieren lassen. Ich könnte euch helfen, an den Zweiglingen vorbeizukommen. Wir müssen noch mehr tun. Die Matronen müssen geweckt werden. Die Wurzeln von Baumhänge zu stören, sollte dafür reichen. Sie werden wissen, was zu tun ist. Dann gehe ich die Wurzeln stören. Gebt mir etwas Zeit. Ich bin direkt hinter euch. Mhm. Erzählt mir mehr über die Matronen. Zu Lebzeiten waren sie die sterblichen Wirte der grünen Dame. Zum Dank für ihr Opfer wurden sie hier beigesetzt. Üblicherweise ist es hier sehr friedlich. Ist die grüne Dame nicht nur eine Person? Nicht ganz. Die grüne Dame ist eine Bosma und eine Naturgewalt. Wenn eine grüne Dame stirbt, nimmt eine andere die Macht der grünen Dame in sich auf. Diese Macht und ihre Seele vereinen sich, wodurch dann wieder das entsteht, was wir als die grüne Dame kennen. Was geschieht, wenn die grüne Dame stirbt? Sobald der Leib vergeht, betten wir die Seele hier in Baumhänge zur Ruhe. Auf ewig, nehme ich an. Dann beginnen die Weber die Geschichte der nächsten grünen Dame. Was könnte der Wurmkult hier wollen? Ich weiß es nicht genau. Ich gehe davon aus, dass die Seelen der Matronen selbst nach dem Tod noch von der Macht der grünen Dame durchdrungen sind. Ich habe gehört, die Matronen würden sämtliche Erinnerungen und Erfahrungen aller früheren Gefäße besitzen. Eine grüne Dame, so viele Generationen. Stammt die Macht aus den Erinnerungen? Ich kann nicht so tun, als ob ich es wüsste. Aber wenn der Wurmkult hier ist, dann wollen sie die Seelen der Matronen für irgendeinen üblen Zweck. Was ist Baumhensch? Baumhänge ist die Ruhestätte der Gefäße der grünen Dame. Wenn der sterbliche Leib der grünen Dame vergeht, bringen wir ihre Seele an diesen heiligen Ort. Es ist ebenso sehr eine Bibliothek des Wissens wie ein Grabmal.
Woher kennt ihr Finoriel? Es ist meine Pflicht als Hängehüterin, alle grünen Damen zu kennen. Finoriel war die letzte. Vor Gwering, meine ich. Finoriel liebte ihren Silvenar so sehr. Sie starb kurz nach seiner Ermordung auf Kenatis Rast. Wie ist sie gestorben? Wer kann das schon sagen? Das Band zwischen der grünen Dame und dem Silvenar ist so beschaffen, dass keiner von beiden lange ohne den anderen leben kann. Manch einer würde sagen, sie starb an gebrochenem Herzen. Doch wie ich sie kenne, hat sie mehr als nur einem Meereselfen auch das Herz gebrochen, ehe sie verging. Ja, die Frage alleine ist ja schon irgendwie komisch, weil... Hallo? Wieso treffe ich den nicht? Weil ich ja gerade erst davor mit ihr darüber gesprochen hatte. So, Wurzel aktivieren. Ich möchte euch jetzt nichts tun. Ich weiß, dass das ein Spiel ist, ne? Aber ich mache das jetzt so, wie ich das jetzt in der Realität, sage ich jetzt mal, auch machen würde, wenn es denn sowas geben würde wie Baumgeister und sowas. Also so Wurzelwesen, was weiß ich. Funke, jetzt tu denen nichts. Wir müssten hier einfach nur durch und die Dinger aktivieren. Wenn wir Glück haben, kriegen wir das hin, ohne dass wir einen von denen beschädigen müssen. So. Alleine aufgrund der Story. Ach, da komme ich jetzt aber nicht durch, oder? Na? Okay, das hat noch geklappt. Gut, so würde ich das dann halt eben auch versuchen in der Realität. Das muss ich euch jetzt mal zeigen. Sieht das nicht fantastisch geil aus? Ich möchte auch so einen Baum haben. Also nicht bei mir, aber in Teso, in meinem Haus. Hi, ich habe gerade die Taste nicht fürs Beten. Ist das okay, wenn ich dich so anspreche? Sprecht mit einer Matrone. Mit einer Matrone? Können wir nicht mit allen sprechen? Fremde, Eindringlinge, alles das Gleiche. Ihr lenkt uns von unseren Pflichten ab. Verschwindet, bevor das Ritual noch weiter gestört wird. Sind die Kultisten nicht auch Eindringlinge? Ja, das sind sie. Wir haben ihnen gesagt, dass sie gehen sollen. Und genau wie ihr haben sie uns ignoriert. Aber sie würden den heiligen Samen brauchen, um Finoriel zu schaden. Die Zweiglingwächter werden sie aufhalten. Und Finoriel wird in unsere Blätter und Äste Einzug halten. Sicher geborgen, von jetzt an für immer da. Die Zweiglinge stehen offenbar nicht mehr unter eurer Kontrolle. Ein zeitweiser Wahnsinn, der vom Wurmkult heraufbeschworen wurde. Sie werden treu ihren Dienst verrichten. Sobald die Zweiglinge Baumhänge von den Kultisten gereinigt haben, sollte sie Wurzeln schlagen können. Und vorher wird nichts mit ihr geschehen? Seid ihr ein lebender Diener der grünen Dame? Könnt ihr sie in Sicherheit halten? Ich schätze, dass ich euch brauchen könnte. Aber ich möchte dennoch keinem Außenseiter trauen. Okay. Etwas ist hier faul! Sie ziehen mich weg! Konnte ich ja gut warnen. Die Nekromanten haben Finoriel weggezehrt. Was können sie von ihr wollen? Der Wurmkult hofft darauf, Finoriel zu verderben. Dann müssen wir sie schnell zurückholen. Nicht weit von hier ist ein Altar, mit dem Seelen darauf vorbereitet werden, hier Wurzeln zu schlagen. Vielleicht kann man ihn auch dazu benutzen, um sie zu uns zurückzuholen. Wie machen wir das? Ihr müsst den Schrein mit dem Mond und den Sternen läutern. So kann er Finoriel als Leuchtfeuer dienen. Obwohl ich mir nicht sicher bin, wie lange sie noch durchhält, ohne einen Ort, an dem sie Wurzeln schlagen kann. Der Mond und die Sterne? Wo soll ich die finden? Der Mond küsst die Flüsse hier mit seinen Strahlen, die er vom Himmel schickt. Die Sterne reisen auf zarten Flügeln in den Fackelkäfern, die hier fahren und Blatt zieren. Bringt sie zum Altar und sie werden sie zurückgeleiten. Geht jetzt, ihr dürft nicht zögern. Nun gut, das ist in der Richtung. Also, Mondkusströpfchen. Und sternenhelle Fackenkäfer, genau. Fackelkäfer. So. Die Mammuts sind lieb. Das ist schön. Dann kann ich mir die Fackelkäfer hier holen.
Der da unten hat mich eh nicht gesehen, die Flachpfeife. Also der Typ vom Wurmkult meine ich jetzt. So. Die Frage ist, sieht er mich, wenn ich hier hinterstehe? Manchmal ist das ja auch sehr komisch. Und die meinen jetzt die Dinger hier, ne? Oder kann ich auch die... Oh, schimmeliges Tagebuch. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Wie immer. Ihr seid auch lieb. Dann mache ich das mal hier. Weil wir sind ja hier... Och, jetzt muss ich auch noch schwimmen. Wir sind ja hier in Malabaltor. Ne? Wir wollen ja so wenig wie möglich von den Tieren hier schaden. Wobei hier vorne kommen wir leider nicht drum herum. Oder? Ja. Vielleicht auch doch. Die Frage... Moment, die Frage ist jetzt, wo ist jetzt der... Da wollte ich nicht rein. Wo ist jetzt der Altar? Die Richtung, rechts rum. Ach, hier. Noch. Da war ich doch gerade erst. Ach, was willst du denn jetzt? Die ganze Zeit ist es dir egal, wenn ich hier rumlaufe und jetzt auf einmal nicht, oder was? Was geht hier vor sich? Ich fühle mich so seltsam. Die Kultisten hätten euch um ein Haar geholt. Ja, ich habe sie wispern gehört und ihre schwarze Magie gespürt. Sie versuchen, mich in eine Abscheulichkeit zu verwandeln. Uns alle. Wie? Wir waren alle einst die grüne Dame. Das Band zwischen uns ist stark. Aber es kann dennoch reißen, solange ich keine Wurzeln geschlagen habe. Wenn sie mich der Verderbnis aussetzen, könnte sie sich auf uns alle ausbreiten. Ich muss Wurzeln in dem Samen schlagen, bevor es zu spät ist. Seid unbesorgt. Ich werde den Samen finden. Ich werde in Hängehüterin Lara so lange Wurzeln schlagen, wie ich kann. Okay. Schlag mal Wurzeln in der Hängehüterin. Ja, da ist sie. Finoriel? Ich glaube, ich habe sie gespürt. Habt ihr sie gefunden? Lara, du leuchtest so ein bisschen komisch. Das ist Finoriel. Sie umfängt euch von allen Seiten. Ich wusste, ich habe mir das nicht nur eingebildet. Sie braucht etwas, um sich daran festzuhalten. Ich bin hier, meine Herrin. Ich werde euch beschützen. Finoriel kann nicht lange bei mir bleiben. Sollte sie noch viel schwächer werden, wird sie niemals in Baumhänge wurzeln. Und wenn das nicht passiert, nun... Was haben die Matronen gesagt? Sie spüren die wachsende Verzweiflung des Wurmkults. Finoriel muss sich mit Baumhänge vereinen, bevor der Wurmkult sie noch einmal gefangen nehmen kann. Die Unholde wollen sich Informationen von den Zweiglingen holen. Was machen die Kultisten? Sie quälen sie, treiben sie in den Wahnsinn. Sie wissen offenbar, dass die Zweiglinge die wahren Hüter des Hains sind. Ihr müsst ihnen helfen, bevor sie vernichtet werden. Ich werde mein Bestes tun. Tötet die Folterer der Zweiglinge. Das heißt, ja, dann muss ich da rum, ne? Aber ich weiß nicht, ob die auch zählen. Nee, meine ich nämlich. Die zählen nicht. Zählen nur die... Ah, da. Schüttelt das ab. Kommt schon. Ich kann ja nichts abschütteln. Das war Funke. Das hört sich immer so geil an. Da hinten. Eure Bemühungen sind nutzlos. Kommt zum Wasserfall. Folgt dem nicht. Warum drücke ich mit meinen dicken Wurstfingern eigentlich immer zwei Sachen? Moment, Wasserfall. Wasserfall ist dann da unten, ne? Euer Mut und euer Mitgefühl sind willkommen, aber ich fürchte, es ist zu spät, um etwas tun zu können. Zu spät? Was meint ihr damit? Die Kultisten haben uns so gut wie vernichtet. Sie töten Baumhänge über seine Wurzeln. Finoriel muss am Leben bleiben, damit wir uns heilen können. Wie kann ich sie retten?
Die Höhle, die ihr zuerst betreten habt, birgt die Wurzeln von Baumhänge. In ihr findet sich der heilige Samen, der vom ersten Spross gefallen ist. Sucht ihn und bringt ihn zu Finoriel. Er wird es ihr erlauben, Wurzeln zu schlagen und zu gedeihen. Bringt mich dorthin. In der Richtung. Ja, wir sind heute mal friedlich unterwegs. Wir versuchen euch allen nichts zu tun. Es sei denn, dass ihr uns am Ende noch angreift. Dann müsst ihr leider leiden. Es tut mir dann leid. Achso, hier muss ich rüber. Ich würde gerne mit dir sprechen, aber deine Brüder und Schwestern kommen hier alle gerade rum. ich hoffe, das wird unsere Allianz jetzt nicht negativ beeinflussen, dass ich jetzt neben dir eine deiner Schwestern getötet habe. Dieser Samen existierte vor dem Grünen Pakt, bevor die Bosmer ihre Formen bestimmen konnten, vor der Grünen Dame und vor dem Silvenar. Er wird Finoriel heilen. Bringt ihn zu ihr, bevor sie sich auflöst. Wie setze ich ihn ein? Er wird als Gefäß für die Essenz von Finoriel dienen. Bringt ihn zu ihr und sie wird ihn füllen. Beeilt euch. Die Lebenskraft von Finoriel wird in alle Winde verstreut. Nehmt den Samen und ich schicke euch zu ihr. In Ordnung. Ihr seid am Leben. Ich dachte, sie haben vielleicht auch euch mitgenommen. Oh, was ist passiert? Sie waren hier. Finoriel war so schwach, sie konnte sich nicht wehren. Einer der Kultisten hat sie verschleppt, aber sie sind nicht weit gekommen. Ich würde es wissen, wenn sie Baumhänge verlassen hätte. Wo sind sie jetzt? Den Weg hinauf, in der Nähe des großen Baums in der Mitte. Sie versuchen, sie Baumhänge zu entreißen. Noch wehrt sich Finoriel dagegen. Ihr müsst sie retten. Ich weiß nicht, wie lange sie noch durchhält. Folgt mir. Ich zeige euch eine Abkürzung. Ja, macht das. Kann ich da vorher noch mal kurz das Rubiditerz mitnehmen? Die Ranken sollten stark genug sein, um euch zu halten. Hoffe ich. Oh, cool. Ja, machen wir doch. Solange wir jetzt keinen Riesen begegnen, ist alles okay. Wir müssen die Richtung. Ihr seid noch lieb, ihr da hinten nicht mehr. Wir müssen aber daran vorbei, ne, wenn ich das richtig sehe. Weg da, ich hab keine Zeit. Ich muss mal töten. Ihr denkt, dass ihr gegen den Wurmkult bestehen würdet? Wir werden ihre Seele. So. Sehr schön, das klingt gut. Beziehungsweise sieht gut aus. Wir müssen tiefer wieder, ne? Genau, dann springe ich mal hier runter. Da. Finoriel ist bei euch? Kann ich sie sehen? Sie ist sehr schwach. Es gibt nichts, was sie noch zusammenhält. Sie könnte jeden Moment einfach vergehen. Ich konnte sie zuvor nicht aufhalten, aber jetzt... Ich weiß jetzt, was ich tun muss. Sie muss im Baumhänger eingepflanzt werden, richtig? Die Matronen sagten, sie würde verwelken, dass sie zu schwach wäre, um Wurzeln zu schlagen. Aber ich werde es so nicht enden lassen. Ich kann Finoriel meine Lebensenergie geben. So wird sie die Kraft bekommen, die sie braucht. Seid ihr sicher, dass das der einzige Weg ist? Wir haben keine Zeit. Sie schwindet dahin, während wir hier stehen und reden. Ich muss dieses Opfer zum Wohl des gesamten Hänges bringen. Zum Wohle aller Bosmer. Ich werde alles tun, damit Finoriel in diesem Hain wurzeln kann. Der Samen schlägt Wurzeln.
spüre sie. Die Matronen, die Blätter, die Regentropfen, den ganzen Wald um uns. Und über allem höre ich die grüne Dame. Ich denke, sie ist mitunter die grüne Dame. Was ist mit der Hängehüterin Lara geschehen? Sie gab ihre eigene Lebenskraft, um mich zu retten. Ich konnte sie mir nicht ganz nehmen, nicht nach all dem, was sie für uns getan hat. Fürs Erste schläft sie nun. Wir werden uns um sie kümmern, bis sie sich von ihren Strapazen erholt hat. Das heißt, sie ist jetzt nicht gestorben? Oder vielleicht gestorben, aber könnte als Geist wiederkommen? Oder wie verstehe ich das? Seid ihr nun ein Teil von Baumhänge geworden? Ich glaube schon. Ich kann wieder etwas spüren. Meine Wurzeln reichen tief in die Erde. Es piekt ein bisschen. Die Matronen würden euch gerne danken, aber ich fürchte, dass ihr Stolz sie daran hindert. Das werde ich. Vielen Dank. Gern geschehen. Durch euch bin ich endlich mit meinen Schwestern vereint. Ich fühle mich schon, als ob wir alte Freundinnen wären. Vielleicht können wir vier gemeinsam die Zweiglinge heilen und den Wurmkult ein für alle Mal vertreiben. Dann wäre es fast so, als wäre ich wieder die grüne Dame. Ja, und wir erhalten ein arkanes Amulett vom Set Gewänder des Webers. Ja, und ich denke mal, die beten jetzt hier einfach nur noch so rum. Ich glaube, da passiert jetzt nicht mehr wirklich was. Ja, das war's dann auch schon für diese Folge heute. Ist doch ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Ich hatte noch gedacht, das sind bestimmt zwei kleinere Folgen. Ich habe das nicht mehr so in Erinnerung, dass das tatsächlich letztendlich doch ja, was länger gewesen ist mit der Story hier. Ich finde es aber immer unheimlich schön, gerade die Storys hier, ja, ich sage jetzt mal zum Beispiel in Malabar Tor, es gibt ja auch noch ein paar andere Gegenden. Grünschatten war das, glaube ich, auch ganz extrem, wo die halt sehr naturgebunden waren und so. Die Storys finde ich persönlich auch immer am besten. Deswegen wollte ich das jetzt wirklich durchziehen und so gut es ging, dann hier auch tatsächlich die Natur Natur sein lassen. Und ja, wie es ja schon von der Story ausging, die, wie heißen die auch mal, Baumatamen oder so, diese Baumwesen, sind ja eigentlich nicht böse. Was ich ein bisschen blöd finde, ich meine, wenn man jetzt rausgeht, dann sind die gelb, also die greifen einen nicht an. Aber wenn man danach nochmal hier durchgeht, weil es gibt hier direkt in der Nähe, also hier so auf der anderen Seite vom Baum irgendwo, muss man hochkommen, beziehungsweise über meinen Kopf, glaube ich, kommt man dann aus. Da gibt es, ja, Schatzkarten sind das nicht, diese, wo man Pflanzen und so kriegen kann, ne, diese Karten. Und da muss man nämlich durch diesen Weg durch, das nur so als Tipp für euch für die Zukunft, falls ihr das mal gesucht habt, wenn das hier in der Nähe ist, da muss man durch dieses Gebiet durch, wo diese Baumattern drin sind. Und die sind dann aber rot. Also ich habe das hier alles gesäubert mit meiner Main beispielsweise auf dem privaten Account. Und die sind trotzdem rot. Also die greifen uns trotzdem immer noch weiter an. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade, weil der Wurmkult, meine ich, dann auch noch hier ist. Und man irgendwie das Gefühl hat, es verändert sich halt nichts in der Welt, egal was man tut. Weil sie sagen ja, sie kümmern sich jetzt darum, die wollen den Wurmkult vertreiben. Das kommt dann so rüber, als ob sie es nicht geschafft haben, weil der dann trotzdem noch hier rumläuft und der dann immer noch Einfluss auf die Baumwesen, sage ich mal, hat. Und das ist dann alles so ein bisschen, ja, ich finde es schade. Ich finde es wirklich schade, dass dann zumindest diese Ecken nicht irgendwie ein bisschen anders gesteuert werden. Aber gut, das ist halt die Entscheidung desjenigen, der das Spiel entwickelt bzw. rausgebracht hat. Und da kann man dann leider als Kunde auch nichts gegen machen, beziehungsweise als Privatperson. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!